Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout 4 hier im Geheimen in den Abwassergängen von Walden Pond. Und ja, würde mal sagen, durch die Scheiße. Am besten sollten Sie hier alles abfackeln und einen Neuanfang starten. Er hat also alles eingepackt, bevor er da oben gekämpft. Er hat die Liste nochmal überprüft und so. Und deshalb nannten Sie ihn gründlich. Oh, was hat er erfunden? Den Transdentalismus, Dummkopf. Du hörst dich an wie ein Idiot. Woher zum Geier weißt du das? Ich habe mal ein Buch gelesen, als ich die Grocknack-Comics durch hatte. Ich wünschte, ich könnte lesen. Ja. Das wünschte ich doch auch. So, hier. Was zum Teufel war? Okay, das war nicht gut. Bier. Oh, jetzt ein Bier, ne? Aber warum ja, ich treffe. Da kommt gleich noch einer. Warst du das? Nee, ich hab's gesehen. Wir hätten sich lieber verziehen sollen. Ja, das stimmt. Ganz leise. Da mag jemand keine Besucher. Ja. Wo ist der kleine Wichser hin? Keine Ahnung, welchen Wichser du meinst. Ich sehe nur nette, zivilisierte Menschen. So, gesprungene Schüssel, Salisbury. Psycho. Stellbarer Schraubenschlüssel. Hier sieht man, ne? Bourbon ist Jägermeister. Okay, Jägermeister ist kein Bourbon, aber. Ne? Der Versuch zählt. Wer ist da? Oh, das hat nicht geklappt. Piper, warum? Komm schon! Wir wussten einfach nicht, wann Schluss ist, oder? Richtig. Richtig, richtig. Hattest du recht. Mal wieder vollkommen recht. So, Ölkanister. Ist nochmal Bourbon Cram. Safe. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Aber, na gut. So. Ich dachte schon. Besen. Er braucht so Putzmittel. Das ist immer gut, wenn man das hat. Nochmal Aluminium. Was ich dir abwachse, Putzmittel, noch mehr Öl. Noch mehr Typen. Kombi-Schraubenschlüssel hat immer. Also. Big Jim! 20% Verkrüppeln des Beins. Naja, das ist jetzt nichts, was ich nehmen würde, aber. Weil ich eigentlich absolut kein Fan von Nahkampfwaffen bin. Da ist noch Öl. Also Benzin. Handschellen. Der Vortec Lunchbox. Ja, gut. Glühbirne. Ah, jetzt juckt denn mir gerade meine Hände. Eine Aluminiumdose. Sehr schön. Noch mehr Benzin, ein verstellbarer Schraubenschlüssel. Und das ist, wer die, gleich die Tür, wo hinter sich ja dann der Typ verschweren müsste, oder? Befürchte ich. So.
Das Spiel ist abgestürzt. So, da sind wir wieder. Ich musste die Mods irgendwie deaktivieren und jetzt wieder aktivieren, um dann rauszukommen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich kann es nicht sagen. So, Supermutant Behemoth ist nicht in Sicht. Ach so, ich muss denen ja noch die Nachricht geben, dass das passiert ist. Genau. So, richtig. Wahrscheinlich wird das eine Überlänge-Folge, weil ich jetzt irgendwie nicht mal Kopf habe, dass das nur 15 Minuten geben muss. Ah, vielleicht auch nicht. Ja, könnt ihr euch aussuchen, ob ihr euch freut oder nicht. ob ihr mich länger ertragen müsst, ob ihr eine lange Folge haben wollt überhaupt. Manche Leute wollen ja keine langen Folgen haben, verstehe ich auch. Weil man die dann schneller so mal gucken kann. Ich dachte, das wäre eine Sirene, die jetzt losgeht. So, hallo. Hast du die Raider gefunden? Ja. Ja, ich habe mich um sie gekümmert. Im Ernst? Das sind die besten Neuigkeiten, die ich hier seit langem gehört habe. Wir haben uns mal etwas unterhalten und wir haben beschlossen, den Minutemen beizutreten. Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Also, wir sind dabei. Du kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Danke nochmal. Gerne, gerne, gerne. Preston, genau, den kann ich mit Concord erzählen. Da kann ich aber gleich noch mal kurz bei Sanctuary vorbei. Geht wahrscheinlich ganz fix. Diesmal sogar unter 2 Minuten, denke ich mal. Du, aber nicht mit den Ladebildschirmen, dann dauert es wahrscheinlich länger. So, wo ist er denn? Hä? Der hält sich in Sanctuary auf, weißt du, ja, ist ja super. Muss ich gar nicht, Concord. Schreibt doch mal in die Kommentare, seid ihr schon mal mit einer Concord geflogen? Im Simulator oder in Wirklichkeit? Also kann man ja jetzt nicht mehr, aber vielleicht habe ich ältere Zuschauer, die das mal gemacht haben. Ich weiß es nicht. Boah. So, wo ist der Preston? Du bist an diesen Ort hier gebunden, Kip. Ja, ich bin gebunden. Klar, ich lasse für dich alles stehen und liegen. War nur ein Scherz. Lass mich in Ruhe. Ah, so nett und freundlich, die Menschen hier. Was machst du da? Willst du wie Jesus über Wasser laufen? Die Siedlung, zu der du mich geschickt hast, hat beschlossen, sich den Minutemen anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ich wusste, du bist perfekt für diesen Job. Ach, ich übrigens, weiß. Du solltest eine dieser Leuchtpistolen mitnehmen. Mit ihr kannst du Minutemen in der Nähe zur Hilfe rufen. Im Moment ist sie noch nicht so nützlich. Aber wenn sich uns ein paar mehr Siedlungen anschließen, wirst du irgendwann überall Hilfe rufen können. Ich muss dich was fragen. Ich schätze, du weißt, dass ich einer der letzten Minutemen bin. Aber... ich hab dir nie wirklich erzählt, was mit uns geschehen ist. Wie? Bist du wirklich der letzte Minuteman? Vielleicht nicht im wörtlichen Sinne. Es muss eine Menge früherer Minutemen da draußen geben, die nach dem Quincy-Massaker angewidert aufgehört haben. Aber wir waren die letzte aktive Gruppe der Minutemen. Und jetzt? Nun? Jetzt bin nur noch ich übrig. Was wäre das für ein Massaker? Was war das Quincy-Massaker? Ich dachte, inzwischen wüsste jeder im Commonwealth davon. Ich war in Colonel Hollis Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners, griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Von uns und den Leuten in Quincy. Nur ein paar von uns kamen lebend heraus. Colonel Hollis war tot. Und so übernahm ich das Kommando über die Überlebenden. Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Eine Katastrophe nach der anderen. Das Ende des Ganzen hast du in Concord gesehen.
Mhm. Was war das, Quincy? Ach so. Ich dachte, naja, das haben wir ja. Wir haben nie einen sicheren. Ja. Solange du nicht aufgibst, werden die Minutemen weiterleben. Ich werde nicht aufgeben. Aber ich kann das Commonwealth nicht allein beschützen. Ich kann ja kaum diese Leute beschützen. Deshalb rede ich mit dir. Ich kann die Minutemen nicht wieder aufbauen. Aber ich glaube, du schon. Hm. Mach ich. Das von dir zu hören, bedeutet mir echt viel, Garvey. Ich weiß das zu schätzen. Heißt das, du machst es? Nö. Okay, ich mach's. Das ist eine große Verantwortung. Aber ich weiß, dass du das Commonwealth zu einem besseren Ort machen wirst. Gut. Sehr gut. Willkommen an Bord. Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz neuer Anfang für die Minutemen und auch das Commonwealth ist. Keine Sorge. Ich werde immer an deiner Seite sein, General. General? Warum nennst du mich General? Der Anführer der Minutemen hatte immer den Rang eines Generals. Unser letzter Anführer war General Becker. Er ist 82 gestorben und danach konnten wir uns auf keinen Nachfolger einigen. Das einzig Gute, der letzte Minuteman zu sein ist, mir widerspricht niemand, wenn ich sage, dass du der neue General bist. Jetzt ist es an dir, dafür zu sorgen, dass es mehr wird als nur ein bedeutungsloser Titel. Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Gut. Er wäre... Das Problem ist aber, dass dort irgendwelche bösartigen Viecher leben. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück. Ja gut, ne? Kann man machen. Jetzt muss ich aber hier nochmal richtig nach Sanctuary rein, weil... Ich wollte ja noch craften, gucken ganz schnell, was ich da machen kann. Ich habe jetzt, ja, weiß nicht, ob ich ein paar gute Sachen halt habe, aber ein paar gute Sachen habe ich ja schon jetzt gemacht. So, habe ich... Irgendwelche... Ich habe noch die ganze Rüstung hier. So. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich... Nein, das wollte ich nicht. Na, ich hasse diese Steuerung, ne? Nützlich, oder? Big Jim. Ja, gut. Kräftiger Finger. Da kann ich jetzt wahrscheinlich... da fehlt mir der Rang. Ach so. Eigentlich muss ich die Waffe echt nicht weitermachen, aber die kann ich weitermachen. Ach, das ist mir das Bajonett, das brauche ich nicht zu verbessern. Schnelllademagazin. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja gut, das kriege ich aber erst mit Rang 3, ne, ist das Problem. Nee. Vollständiger Kolben. Erhöhte Rückstoßdämpfung brauche ich jetzt nicht. Oh, die Reichweite geht aber deutlich hoch. So, das ist gleich verringert. Ach so. Ja gut. Aber das würde ich halt schon machen. So, mächtiger Verschluss. Da gibt es immer noch nichts Besseres. Naja. Weil mir der Rang fehlt, okay. Ein Eis-DE-Stick kann ich wahrscheinlich nicht besser machen, ne. So. Kann ich da irgendwas vielleicht giert?
ja, genau, das wollte ich ja noch machen. Stimmt. Genau. So, dann hätten wir das da. Siehst du, ja, wir haben wirklich nicht so viel Zeit verbracht. Starlight Drive Inn, da waren wir noch nicht. Wo komme ich denn am schnellsten in Lexington? Ja, komm. Da können wir das nämlich jetzt direkt raushauen. Ich habe gerade noch eine Überlegung, ob ich den Eis-DE-Stick nicht vielleicht durch meine eine Waffe da ersetzen könnte. Diese neue Kettensäge, wo ich die hier nämlich gerade im Ladebildschirm sehe. Vielleicht ist das ja schließlich besser, überlegener. Der Eis-DE-Stick und das macht nur 18. Ah. Das ist natürlich schon gewichtet beides 2. Nein. Muss ich mir dann mal bei Zeiten zu Hause in Sanctuary, wo ich hätte ich ja gerade mal machen können, aber naja, ich sitze jetzt zu spät, ins Lager legen. Dann ist das schon mal nämlich da drüben halt. So, jetzt kommen wir dem nicht näher. Hier ist irgendwie so ein Ding. Keine Ahnung. Was war das? Warum? Also unsere letzte Piper. Und das ist der Starlight Bedarf. Ach, das ist ein Autokino. Das ist ja geil. Aber warum hat sie die Waffe gezückt? Cool. Sehr gut. Die bewundert mich, die Frau. Hey, hey, hey. So. Aluminium. Ne, Box zu putzen. Du hast keine Probleme damit, Ärger zu finden, oder? Nein. Eigentlich nicht. Wettex. Noch mehr Aluminium. Also eigentlich kann ich die normalen Dosen auch mitnehmen. Da kann ich doch bestimmt auch gebrauchen. So, Fusionskern ist immer gut. Der Verstellbar, da sind, glaube ich, Schrauben drin. Die sind relativ wichtig. Oh, ein Yucca-Cola-Quantum. Wo kommen die her, ist eher die Frage. Tischventilator, ach, guck mal. Dandy-Boy-Äpfel ist Essen, das ist immer gut. So, Aluminium nochmal. Okay, ach so, das ist nur. Ja, stimmt, ne? Keiner hat das versucht. Die müssen hier alle in ihren Autos gewesen. Obwohl, ich kann mir auch so denken, keine Ahnung, stell dir vor, du hast dein letztes. Dein Date? Irgendwie. Wow! Du hast dein Date hier und dann geht die Welt unter. Ganz ehrlich, da würde ich mir auch sagen, ja, wenn ich jetzt nicht mehr in die Vault kann, dann nehme ich mir auch, gehe ich auch runter hier mit denen. Wir sind hier nicht allein. Ach, ehrlich? Dann werde ich mit meiner mit meinem Date untergehen quasi. Also, es ist, das würde ich noch verstehen. Okay. Nein. Schon besser. Wie kein, ich werde bewundert. Werkstatt durchsuchen. So, was soll ich nochmal bauen für ein komisches Ding?
Eine Rekrutierungssendestation. Kann ich die überhaupt bauen? Eine Rekrutierungssendestation. Ressourcen. Nee, das ist es nicht. Schutz ist es auch nicht. Aha, ein Rekrutierungsfunkleitstrahl. Ist das das? Wow, wo habe ich den denn jetzt hingesetzt? Okay. Du hast wirklich ein Talent dafür, Ärger. Naja. Das funktioniert nicht ohne Energie. Kacke. Wollen wir auch noch einen Generator bauen? Oh. Ist das verbunden? Aha. Und jetzt? Also, spreche mit Preston Garvey. Ich gucke hier erstmal, was hier noch so drin ist, bevor ich hier wieder gehe. Ein Radio, was ich schnell ausschalten. Wow! Ich gucke hier erstmal, was hier drin ist, bevor ich hier wieder zurückgehe. Ich glaube, das könnte gefährlich sein. Passen wir da. Wieso habe ich die Schaufel mitgenommen? Oh, eine Aluminiumdose. Ah, ist immer noch schöne Musik. Ich muss die Musik ausstellen. Aha. Eine Aluminiumdose. Eine Stange Zigaretten. Noch mehr Orange-Schraubenschlüssel. Wo ist das Radio? So, wo ist die Bombe? Würde ich gerne wissen. Coca-Cola. Ich sehe sie nicht. Gummibonbons. Hier sehe ich nichts, okay. Sturmfahrzeug. Noch mehr Aluminium. Mhm. Da oben ist doch gleich was. Eine 10mm Pistole, naja, ein Bett, eine Messinglaterne, ein Strohkissen, La Fantoma. So, sonst ist hier nichts. Hier schießt doch jemand. Wer ist das denn? Wer ist das denn? Wir haben schon Überlänge, ich weiß, aber... Was ist das? Oha. Man darf diesem See echt nicht nachkommen, da ist anscheinend eine Bombe oder so reingefallen. Ich bin neu in der Gegend. Ich wollte mich mal vorstellen. Nicht gerade das Paradies, aber wo gibt's das schon? Mit harter Arbeit könnte es hier irgendwann ganz okay sein. Ich bin gern bereit, dir zu helfen. Du musst es mir nur sagen. Klar. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Okay. Achso, die hat nix. Ich will nur ein bisschen handeln. Okay. Achso, gut. Wer bist du? Ich bin neu hier. Gibt es irgendwas, das ich für dich tun soll? Brauchst du was? Brauchst du irgendwas? Um ehrlich zu sein, sind unsere Lebensmittel knapp. Wenn du da was machen könntest, wäre das toll. Ich kann's, ja. Ja, komm.
Da kann ich doch bestimmt was herrichten, oder? Da kann ich nichts machen. Ich kann den auch... Doch, ich kann den eine Wasserpumpe hinstellen. Das geht. Nein. So. Meine ich doch wohl. Reicht, ne? Reicht, ne? So, jetzt wollte ich jetzt aber echt Überlänge gerade. Jetzt wollte ich noch gucken, was hier drin ist. Mhm. Diesmal sind wir ja vorsichtiger gewesen. Okay. Hier ist nichts. Das ist eine ganze Menge. Aber hier könnte man perfekt snipern. Theoretisch könnte man hier auch eine richtig gute Stadt draus machen. Mm. Wow! Fallen mir noch ein paar Sachen ein hier. Verwerten kann man ein paar Sachen wahrscheinlich. Ach komm, die Kochstation hier muss nicht sein. Hm, hier ist sowas wie so eine kaputte Straßenlaterne, braucht man auch nicht. Ein Lampenfuß, den keiner gesehen hat. So. Aber theoretisch will ich hier diesen Charme des Autokinos noch behalten. Also so ist es nicht. So, Holz. Ham, ham, ham. So. Alles, was man nicht braucht, kann ich hier noch gerade wegmachen. Ja, Bäume. Wer braucht Bäume, ganz ehrlich. Ist doch vollkommen unnötig, die Natur zu bewahren. Nee, und sowas kann man auch wegmachen. Das ist eine Autotür. Okay, kann ich nicht verwerten, schade. Die Telefonzellen lassen wir mal. Das sieht nicht schlecht aus. Hier, sowas dann wieder. Huch. Ach, das ist ein Tor. Die Lampen braucht man, finde ich, nicht. Ungekippter Mülleimer braucht man nicht. Hier der Picknicktisch ist auch nicht so wichtig. So, hier noch den Mülleimer. Was ist das denn? Kann ich das verwerten? Nein. Gut. Das ist nur eine Leiche, die kann ich leider nicht verwerten. Könnte ich schönes Calcium rausmachen. So, dann sagen die noch, die brauchen Betten. Das können wir gerne machen. Komm, das wird Überlänge. Das Ding wird wieder Überlänge haben. Ich sehe es schon. Ja, alles was kaputt und unnötig ist, kann man ja echt verwerten hier. So. Oder wo kein Mensch drauf achtet, ob das da ist oder ob es nicht da ist. Okay. Oh. Feuerlöscher braucht man eh nicht, weil ist halt nicht mehr, ne?
Okay, hier unterm Dach können wir doch ein paar Betten raushauen. So, hier. Hier. Und hier. Nein. Da muss man nämlich nicht, ne, du weißt. Kann man schlafen und so. Fällt mir sonst noch was ein. Schutz hat das nicht, Essen hat das nicht. Schutz, ja, kann ich nichts machen, ne? Kann ich höchstens einen Wachposten aufstellen. Wie? Lauk. Ans Ende, das ist vielleicht noch der gefährlichste Teil hier. Ah, das Ding minimal Schutz. Ja, mit Ressourcen, Essen kann ich nichts machen. Habe ich. Doch. Klingenkorn. Kann ich platzieren. Dann gibt es Essen. Sogar. Gut. Muss nur angebaut werden. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Danke. Wenn wir uns nicht beeilen, sind wir nicht mehr lange glatt heute. So, dann würde ich sagen, bis dahin und tschüss.